den gerade ausfahren, noch zeitlich. Und dann können wir schnell nachschauen. Wir haben eine Woche Wohnmobilferien gewonnen. Vom Golgi-Wettbewerb. Eine Woche, wo wir einfach das Wohnmobil zur Verfügung haben, wo wir in die Schweiz reisen können. Da vorne müssen wir jetzt, glaube ich, links Richtung. Ja, schlussendlich Richtung Brienz. Das ist jetzt eigentlich schon der grösste Preis, den wir bis jetzt gewonnen haben. Ja. Man braucht etwa einen halben Tag, bis man natürlich an die Verhältnisse ein bisschen eingelebt hat. Es ist alles ein bisschen enger natürlich im Wohnmobil, aber man muss eigentlich auf gar nichts verzichten. Wir haben alles drinnen und wir haben von der ersten Nacht an schon super geschlafen drinnen. Es hat alles da, tipptopp, einfach nicht so gross, aber gelängert. Das Kinderbett ist da oben. Die Kleinsten haben wir einfach in der Zewitech, dass sie nicht herabgeht. Es war jetzt für uns ein Erlebnis, gewesen, wo wir, vielleicht hätten wir uns das zweimal überlegt, ob wir das machen wollen. Das mit drei Kindern, ja. Wir kommen auf einen Campingplatz, die Kinder die treffen sich, die gehen zusammen spielen und es ist Ferien für alle. Das ist das erste Mal, als ich jetzt einen Camper-Ferien machen, immer so einen luxuriösen Camper. Man kann gehen, man kann überall anhalten, wenn es einem nicht mehr gefällt. Wir bleiben hier. Man hat mit diesen modernen Camper heute, man hat ja Dusche und WC, man hat alles dabei. Man ist auf nichts angewiesen in dem Sinne. Oder? Vorher hätte ich mehr in die andere Richtung zu gehen, haben wir jetzt das Wetter mal angeschaut und sind dann halt einfach im schöneren Wetter nachgefahren. Und dann einfach die Route nach dem Wetter so planen. Ja, wir möchten natürlich der Concordia herzlich danken sagen, dass wir den Preis dürfen gewinnen. Ja, dann weiterhin die Wettbewerbe fleissig mitmachen. Trotzdem, dass wir jetzt den schon gewonnen haben.